Herr Zernova, Sie haben heute in Weimar über die Zukunft der geisteswissenschaftlichen Forschungsbibliothek gesprochen. Die geisteswissenschaftliche Forschungsbibliothek ist ein Thema, für das wir uns in Weimar auch zuständig fühlen. Und wir fragen uns natürlich, warum Sie der Meinung sind, dass wir diese Fragen auch neu erörtern sollten und den Begriff auch im Grunde neu fassen sollten. Ja, wir sehen ja einfach, dass dieser Terminus ziemlich inflationär gebraucht wird. Jede Einrichtung, die die Wissenschaft bedient, jede Universitätsbibliothek, nennt sich heute Forschungsbibliothek. Man hat zuweilen das Gefühl, dass man überhaupt nicht mehr anzutreten braucht, wenn man nicht sagt, ich bin auch eine Forschungsbibliothek. Ich glaube allerdings, gerade wenn ich hier Weimar sehe, auch wenn ich andere Einrichtungen wie Wolfenbüttel, wie auch die Bayerische Staatsbibliothek sehe, dass wer sich als Forschungsbibliothek definiert, damit einen hohen Anspruch und ein hohes Leistungsversprechen für die Wissenschaftler positioniert. Und man sollte sich sehr darüber klar werden, was man verspricht, um nicht Enttäuschung zu produzieren. Was wären denn aus Ihrer Sicht hinreichende Bedingungen, um den Namen Forschungsbibliothek im Titel führen zu können? Ja. Hinreichend ist es, dass eine Forschungsbibliothek sammelt in ihren Fächern. Und zwar nicht nur auf Nachfrage sammelt, sondern für eine völlig unbestimmte Zukunft sehr breit sammelt. Für Forschungsfragen, die heute alles andere als aktuell sind, die vielleicht am Rande stehen, aber die zukünftig bedeutsam werden können. Und dass sie vor allen Dingen auch völlig unangesehen der Materialien sammelt. Es geht nicht darum, ob es Bücher sind, ob es Pergament ist, ob es Digitalisate sind. Es geht insgesamt darum, das gesamte Feld der verfügbaren Literatur und Fachinformationen für das Profil, was die jeweilige Forschungsbibliothek hat, zu sammeln. Die Frage ist, Sie sprachen von der Unabhängigkeit von der Materialart. Ja. Dass es dazu gehört, dann eben Digitales, sowohl als auch Analoges. Hat das auch Einschränkungen, gibt es Einschränkungen, was die Frage Perspektiven angeht für Forschungsbibliotheken? Also würden Sie meinen, wir bräuchten naturwissenschaftliche Forschungsbibliotheken und geisteswissenschaftliche Forschungsbibliotheken? Oder wäre das ein Konzept, was eigentlich unabhängig von dieser Unterscheidung auch funktionieren würde? Also ohne das jetzt in die philosophischen Tiefen der Abgrenzung Lebenswissenschaften auf der einen Seite und Geistes- und Kulturwissenschaften auf der anderen Seite zu führen, glaube ich schon, dass es für die Geisteswissenschaften sehr spezifisch ist, dass die Texte nicht nur Sekundärliteratur sind, sondern sie sind wirklich die Arbeitsobjekte. Die Bibliothek ist und bleibt das Labor des Geisteswissenschaftlers. So entsteht ja auch dieser bekannte Ausspruch: aus Forschung wird Bibliothek, aus Bibliothek wird Forschung. Und diesen spezifischen Zusammenhang sollte man im Auge behalten, wenn man von einer Forschungsbibliothek spricht. Ich habe bei naturwissenschaftlichen Bibliotheken, wenn sie sich als auch forschende Einrichtungen verstehen, wie etwa die TIB in Hannover, sehr oft das Gefühl, es wird auch in der Bibliothek geforscht für bestimmte Themen des Informationswesens, aber sie funktioniert nicht als Forschungsbibliothek. Sie fungiert als Lieferant von Forschungsergebnissen, Patentschriften zum Beispiel, während an einem Ort wie hier sind die Arbeitsmaterialien zugleich die Forschungsobjekte. Sie spielen damit auch auf den Begriff der Sammlung an. Sammlungen gehören konstitutiv zu dem Begriff einer Archiv- und Forschungsbibliothek. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie sieht aus Ihrer Sicht eine gelungene Abstimmung zwischen Forschungsbibliotheken aus, damit die Profile nicht nur nebeneinander her formuliert werden, sondern möglicherweise sich also sinnvoll auch ergänzen, sich auch komplementär zueinander verhalten, denn Sie haben in dem, was Sie uns dargeboten haben, ja auch immer deutlich gemacht, Sammlungen zu unterhalten, sie zu ergänzen, sie zu erschließen, sie zu vermitteln,
vermitteln, kostet einfach Geld. Und jeder Zuwendungsgeber wird sich die Frage stellen, brauchen wir viele Standorte in der Republik, um so etwas zu finanzieren? Und wenn wir hier eine Einschränkung haben möchten, sinnvollerweise, wie können sinnvolle Ergänzungen, Kooperationen aussehen? Ja, also wir leben in einem föderalen System. Wir haben nach wie vor und auch in Zukunft für den Bereich der Wissenschaft das quasi Kooperationsverbot mit dem Bund. Ich glaube nicht daran, dass es Steuerungsszenarien gibt, die sagen, wir nehmen jetzt mal alle Forschungsbibliotheken in Deutschland zusammen und verteilen die Aufgaben. Ich halte das aber auch nicht zwingend für notwendig. Zum einen, weil die Thematik international zu betrachten ist. Wir können nicht sagen, im Bereich der Forschung schaffen wir ein deutsches Haltsystem und die Franzosen schaffen ihres. Wir müssen da wirklich halt grenzübergreifend denken. Und wir können uns das aber auch leisten, weil Forschungsbibliotheken sind in der Regel sehr traditionsreiche Einrichtungen. Das heißt, jeder weiß, wo sie einen Sammlungsschwerpunkt haben, wo die Bayerische Staatsbibliothek Sammlungsschwerpunkte hat, wo Leipzig Sammlungsschwerpunkte hat und so weiter. Und insofern kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir die Bestände, die Sammlungen, auch und gerade digitale Angebote öffnen, sodass ein Wissenschaftler in Leipzig zugreifen kann, problemlos zugreifen kann, zum Beispiel auf digitalisierte Sammlungen hat aus der Bayerischen Staatsbibliothek. Und dass wir vor allen Dingen auch als Forschungsbibliothek Software-Tools, Applikationen zur Verfügung stellen, die dieses einrichtungsübergreifende Arbeiten unterstützen. An dieser Stelle würde ich ganz gerne noch abschließend noch mal eine Frage loswerden wollen. Sie haben uns das Leistungsangebot der Bayerischen Staatsbibliothek heute Abend sehr eindrucksvoll vor Augen geführt, vor allen Dingen mit Blick auf die digitalen Angebote auch der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie haben uns erläutert, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass es schon längst nicht mehr darum geht, dass also etwas stattfindet in Bibliotheken wie eine digitale Transformation, sondern die Bibliotheken haben ihren Ort in der digitalen Gesellschaft. Es ist nur noch eine Frage, wie Sie sich dazu verhalten und wie Sie auch diese Herausforderung annehmen, auch Innovation hier auch ins Werk zu setzen. Was würden Sie meinen, um den Begriff der Forschungsbibliothek für eine Institution verwenden zu können? Welche digitalen Angebote hielten Sie für unerlässlich? Also ich würde zum einen sehr klar sagen, wir sollten uns niemals in Konkurrenz sehen zu großen Anbietern wie Google, ResearchGate oder was auch immer. Wir machen hier spezifische Angebote für spezifische Forschung und oft auch für Spitzenforschung. Diese Nische ist unsere Profession im Grunde. Das ist aus meiner Sicht beruhigend und befreiend, wenn man so rangeht, und ich glaube, dass das Wesentlichste solcher Angebote ist ein freier Zugriff auf alles, was digital vorliegt. Und vor allen Dingen haben wir Werkzeuge bereitzustellen, die ein Arbeiten direkt am Wissenschaftlerarbeitsplatz im Sinne des Data Minings, im Sinne des Zusammenführens verstreuter Sammlungen möglich machen und auch Applikationen, die experimentell sind, Augmented Reality, zum Beispiel in der Analyse georeferenzierter Karten, schwebt mir vor. Und wir haben vor allen Dingen auch Technologie bereitzustellen, die medienneutral sind, in dem Sinne, dass sie in Form eines responsiven Designs oder wie auch immer das Arbeiten in verschiedenen technologischen Umgebungen möglich machen. Herr Zellhofer, vielen Dank für Ihren Besuch in Weimar in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek und wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Art und Weise den Austausch auch haben mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Vielen Dank. Herzlichen Dank.